Es ist, sie wollen ihren eigenen Staat haben. Ja? Auch wenn wir möchten, dass alle Menschen so leben, wie ihr Schöpfer es gesagt hat. Wir möchten nicht, dass die Menschen... Ja, aber vielleicht wollen die Menschen nicht an Gott glauben. Es gibt doch genügend Menschen, die nicht an Gott glauben wollen. Aber im Islam ist es so, dass die Muslime die Ungläubigen zum Glauben zwingen wollen. Deswegen habe ich auch in den einen Hadith gezeigt. Ihr seid die beste Gemeinde, die Allah jemals hervorgebracht hat, Sure 3, Vers 110. Die beste Gemeinde oder die beste Gemeinschaft der Muslime sind diejenigen, die anderen mit Ketten um ihren Hals in den Islam holen, bis sie den Islam annehmen. Und du erzählst von Islam ist Frieden und man darf nicht Menschen zum Islam zwingen? In was für ein Märchenbuch hast du gelesen? Welches Donald Duck Heft kam bei dir da an? Oder welches Heft hast du geöffnet, um so eine Aussage zu treffen? Von welchem Buch liest du das denn? Das ist, wie heißen die? Gebrüder Grimm oder wie? Märchenbuch von den Gebrüder Grimm. Da hat er rausgelesen. Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht beherrschen bei solchen Aussagen. Ich muss lachen. Ich muss ehrlich lachen. Das ist unfassbar. Es ist lächerlich. Wie kann man im 21. Jahrhundert noch solche Aussagen treffen, wo uns alles vor die Nase gestellt wird? Das geht nicht in meine Birne rein. Auch als Enisa gesagt hat, das steht da nicht, das steht da nicht, wo Michael Stürzenberger die Sure 9, Vers 29 zitiert hat. Anstatt diese Frau einmal den Koran aufschlägt, trifft die weiterhin ihre gehirngewaschenen Aussagen. Ganz genau wie der Nächste, ganz genau wie der Nächste, ganz genau wie der Nächste. Sie lesen nicht. Sie lesen nicht, sie begreifen nicht, sie wollen nicht verstehen. Und so geht das weiter, von Generation zu Generation, werden die weiterhin ignorant gehalten. Anstatt die selber einmal aufschlagen oder nachschlagen, nachprüfen, wissenschaftlich vorgehen, machen die nicht. Der hört von dem und der hört von dem, ah okay, dann ist gut, dann übernehme ich mal seine Argumente und ist schon okay. Anstatt selber aufzuschlagen. Ist das heftig, das geht nicht in meine Birne rein.